Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Santa's Xmas Caper. So kurz vor Weihnachten spielen wir ein weihnachtliches Jump'n'Run auf dem Amiga. Ein richtig, richtig, richtig schlimmes Jump'n'Run, denn die Steuerung, die ist wirklich, also die ist nicht weihnachtlich, die ist aus der Hölle. Kein Problem, ich habe unendlich Leben angestellt, so dass wir vielleicht mal ein bisschen mehr sehen als nur den ersten oder die ersten 2-3 Meter vom ersten Level. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine mit schlimmer Steuerung. Merry Christmas, Level Nummer 1. Immerhin ist die Musik ganz nett gemacht und auch das Drumherum. Das geht vollkommen für einen Jump'n'Run in Ordnung. Wir sind hier der Weihnachtsmann, das überrascht euch vielleicht. Und solange wir diese Blase um uns haben, kann uns nichts passieren. Und die Steuerung ist wirklich so schlimm, wie es aussieht, denn sie reagiert ein bisschen, ja, schwer zu beschreiben, zeitverzögert. Das war, zumindest mal gut. Und wir können natürlich Schneebälle werfen. Das ist auch super, wer kennt das nicht? Der Weihnachtsmann, der immer Schneebälle wirft. Und an der Plattform fliegen wir gerne mal vorbei. Ja. Hier bei diesen Dingern muss man auch aufpassen. Ich weiß nicht, was das sind. Verschneite Eishockey-Pucks oder so. Und Ziel ist es, alle Geschenke einzusammeln im Level. Anstatt Geschenke zu bringen, klauen wir den Leuten die Geschenke anscheinend. Okay. Sieht ganz gut aus. Das läuft jetzt tatsächlich besser als in der Probeaufnahme. Ich bin von mir selbst überrascht. Achtung, ein fliegendes Hühnchen mit Rotoren. Sehr merkwürdig. Ah, das nehmen wir auch mit. Noch 11 müssen wir finden hier im Level. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo hier noch 11 Geschenke versteckt sein sollen, denn nach dem, was ich gesehen habe, ist der Level nicht allzu lang. Es läuft wirklich besser als in der Probeaufnahme. Ich bin von mir selbst überrascht. Ja, da sage ich es schon, bin ich tot. Aber man darf an der Stelle weitermachen, an der man aufgehört hat. Das finde ich sehr fair. Komme ich da jetzt wieder irgendwie hoch? Wie komme ich denn jetzt da hin? Ach so. Jetzt will ich den Umweg gehen. Extra Leben. Hurra. Wie gesagt, ich habe den Trainer eingestellt für unendlich Leben. Man hätte auch unendlich Energie einstellen können, aber das, ne, hätte ich vielleicht mal machen sollen. Oder Unverwundbarkeit. Egal. Fahren wir weiter. Oh, ein Geschenk. Das muss ich mitnehmen. Noch ein Geschenk. Beim ersten Mal bin ich auch über das Dach gelaufen, hab gedacht, ach wie schön, mein Gott, ein gerades Dach, hier kannst du rüberlaufen. Nee, die Wellen, die hier im Dach drin sind, da fällt man runter. Ach, das zeige ich euch einfach mal. Ich laufe hier so, komm hier an, so, dü. Oh, tot. What? Woher soll man das wissen? Das hier abzuspringen ist nämlich auch gar nicht so einfach. Gut, drüber gekommen. Acht Geschenke müssen wir noch finden in dem Level. Da oben ist eins, oben rechts seht ihr das. Bloß keine Ahnung, wie ich da dran kommen soll. Den ganzen Weg nochmal zurückjumpen. Es geht dann ja nur über die Plattform, über die Schwebenden. Yes, Baby. Bin der Jump'n'Run-Gott. Der jetzt schon wieder tot ist. Der Weihnachtsmann ist tot. Toll. Ich habe Weihnachten versaut. Und wie geht's jetzt weiter? Ich kann nichts sehen. Ich kann mich nirgendwo umgucken. Aber da kommt eine Plattform, die ich verpasst habe. Was sicherlich nicht gut ist, denn da oben war ein Geschenk. Aber kein Problem. Da links ist auch noch ein Geschenk. Dann sind es noch 6. Wo ist die Plattform? Da ist sie. Ah, verpasst. Aufgrund des kleinen Ausschnitts sieht man aber auch nicht allzu viel. Gut, noch 4 Geschenke. Na, da geht es sicherlich nicht weiter. Da muss man dann wieder blind durch die Gegend springen jetzt. So wie ich es gerade mache. Mann, bleib doch einfach stehen, Weihnachtsmann. Ich drücke überhaupt nichts. Ich sag nur, Weihnachtsmann, spring nach oben. Ja, perfekt. Okay, da geht's weiter. Sieht man aber auch erst im letzten Moment. Ist das überhaupt eine Parfümflasche oder was? Eine hüpfende Parfümflasche? Wie? Was hat das mit Weihnachten zu tun? Du solltest nicht weiterfahren. So, hier kein Vergnügungspark. Steig ab hier. Ach, der Mann im Mond. Total durchgefroren, der Arme. Okay. Ja, ich weiß. Kuchen, fliegende Kuchenstücke. Aber da waren die 2 Geschenke, die wir noch brauchen. Holen wir uns das und dann das. Da müsste jetzt ein Ausgang aufgehen. Oder muss ich einfach das große Geschenk hier einsammeln?
ein verdächtig großes Geschenk. Was machen wir damit? Probieren wir es mal wirklich einzusammeln. Achso, das ist der Ausgang. Wahnsinn, ich habe Level 1 geschafft. Hätte ich ja nie gedacht in dem Spiel. Gut, wenn man sich erstmal an die Steuerung gewöhnt hat, so ein bisschen, und nicht nur die ganze Zeit rummeckert, wie schlecht die Steuerung ist, dann geht das Spiel eigentlich auch. Das sieht jetzt auch wieder nicht sehr weihnachtlich aus, diese komischen Typen hier. Oh, 14 Geschenke noch. Ja, natürlich. Das schiebe ich jetzt allerdings wieder auf die Steuerung. Oben ist ein Geschenk, das darf ich nicht verpassen. Dann muss ich hier wieder rüber. Warten. Oh Gott. Santa, was machst du? Also von hier aus komme ich nicht rüber auf diesen kleinen Kuchen. Diesen kleinen Weihnachtskuchen. Muss ich jetzt hier auf diese doofe Plattform warten. Von der ich wieder runterfall. Kein Problem. So, ich bewerfe dich einfach mal hier mit Schneebällen, bis die Plattform wieder kommt. Ist mir vollkommen egal, was du davon hältst. Okay. Ui, das war wieder knapp. Unverwundbarkeit einsammeln. Chakalaka, bumm. Okay. Das Geschenk mitnehmen. Das Geschenk hier mitnehmen. Na, läuft, läuft, läuft. Nein, 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 Achtung. Ich wollte gerade sagen, fliegender Braten mit Rotoren obendran. Macht immer... Drei Geschenke auf einmal. Das geht nun wirklich nicht. Doch, geht. Ach so, dann muss ich da runter. Kein Thema. Na, das geht jetzt aber fix hier. Vier Geschenke nur noch. Oh, war es das schon mit Level 2? Ah, das war natürlich wieder klar. Vielleicht erst einsammeln sollen. Perfekt. Levelausgang erreicht. Wahnsinn. Santa's Xmas Caper. Gar nicht so schwer, wie ich erst gedacht habe. Ich glaube, es gibt insgesamt 7 Level. Zumindest steht das in der Trainerbeschreibung. Denn wir können natürlich auch, für den Fall der Fälle, könnten wir hier die Level skippen. Das geht also auch. Und in der Trainerbeschreibung steht halt drin, dass man von Level 1 bis Level 7 sich durchskippen kann. Erstmal den Kuchen hier einfrieren. Was bist du denn für ein lustiger Baum? Ja, du bist ja süß. Also von Grafik her ist es natürlich... Ja, ist schon nett gemacht, ja. Animation haut jetzt wirklich niemanden vom Hocker. Aber es ist süß. Ein süßes Weihnachtsspiel, was wirklich niemandem wehtut. Außer mir, was die Steuerung angeht. Aber das ist ja mein eigenes Problem. Und eine Weihnachtsschnecke. Natürlich. Also was der mit seinen Plattformen hat. Ich drücke nach oben. Jetzt geht's. Ich muss immer erst meckern, oder wie? Jetzt hier weiter. 12 Geschenke noch. Was ist eigentlich mit Santas kleinen Helfern? Warum machen die das nicht? Die Geschenke einsammeln. Das ist jetzt eigentlich keine Chefaufgabe, oder? So. Hier runter das Geschenk holen. Da. Oh, ich bin ja unverwundbar. Naja, zumindest haben wir das Geschenk eingesammelt. Egal. Ich frage mich, wie man das hier ohne Trainer schaffen soll. Mit der Steuerung. Ja, ich schieb's wieder auf die Steuerung, weil das ist einfach das Einfachste für mich. Dann springt der wieder nicht. Ja, natürlich habe ich gedrückt. Warum soll ich den nicht drücken? So. Springen funktioniert hier nicht mit dem Knopf, ja. Muss man sich vorstellen, Amiga damals nur ein Feuerknopf. Zumindest den Joysticken, die ich hatte. Und so funktioniert hier auch das Spiel. Und mit dem Feuerknopf feuert man halt. Und springen tut man, indem man die Richtungstaste nach oben drückt. Achso, auf die Kerzen darf ich drauf springen. Da passiert mir nichts, ja? Das macht natürlich Sinn. Da ist ein extra Leben. Nicht, dass wir das bräuchten, aber... Wenn es schon da ist... Ich glaube, da komme ich nicht weiter, obwohl hier liegt ein Unverwundbarkeitsdingsbums, den man anscheinend auch höher springen kann. Ah ja, okay. Komm her. Schnecki, Schnecki, noch eine Unverwundbarkeit, noch ein Geschenk. Da unten ist ein Geschenk, noch ein Geschenk. Aber jetzt geht's aber los hier mit den Geschenken. 4 Stück noch. Ah, Mist. Aber genau in dem Moment, wo ich den Pinguin rammen wollte, war meine Unverwundbarkeit vorbei. Ja, wer kennt das nicht? Gerade in dem Moment, wo man den Pinguin anbumsen will, da ist es vorbei. Ja, der Ausgang ist natürlich noch nicht offen, das ist klar.
Geschenk einsammeln. Oh, dann habe ich irgendwo aber ein Geschenk verpasst. Hier ist nämlich nur eins. Wahrscheinlich an irgendeinem kryptischen Ort, wo man niemals draufkommen könnte. Draufkommen wird. Zumindest ich nicht. Komme ich da hoch? Ja, aber wo ist das Geschenk? Holen wir erstmal das Geschenk hier hinten. So. Hurra! Backtracking. Und das in einem Jump'n'Run. Ich bin vollkommen begeistert. Nur weil ich ein Geschenk vergessen habe. Dann kriegt halt ein Kind auf der Welt kein Geschenk. Ist doch vollkommen wurscht. Achso, und du springst natürlich wieder in das Ding rein. Hol erstmal das Extra-Leben. Vielleicht gilt das als Geschenk. Nein, natürlich nicht. Wo ist das? Ja, spring wieder in diesen rosanen Typen rein. Oder in den lila Typen, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt auch nichts Neues, werdet ihr sagen. Aber, kann doch nicht sein. Wo habe ich das denn vergessen? Ganz am Anfang? Ihr werdet bestimmt schon die ersten wieder in die Kommentare geschrieben haben. Ganz am Anfang hast du ein Geschenk vergessen. Nee, da ist es. Na gut, das konnte man jetzt aber auch schlecht sehen. Für jemanden wie ich, der farbenblind ist, nicht schön. So, jetzt aber schnell zurück. Santa, denn Weihnachten steht vor der Tür. Und wir haben doch keine Zeit. Die doofe Ecke hier. Ja. Hätte ich oben rumgehen sollen. Aber klappt auch so. Kommt noch eine Schnecke und dann würde ich sagen, gehen wir hier noch einmal zum Ausgang. Und dann haben wir das auch mal gesehen. Santa's X-Max Caper. Santa's X-Max Caper. So, richtig. Gibt es übrigens auch für den C64, aber ich habe mich für die Amiga-Version entschieden, weil die ein bisschen bunter ist. Nun ja, Merry Christmas, sagt Santa. Merry Christmas, sag auch ich. Bald ist es soweit. Genießt die Feiertage und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Bye, bye.